Seit Donnerstagabend ist es eine traurige Gewissheit. Die Besatzung des seit Tagen vermissten Tauchboots am Wrack der Titanic ist tot. Der Betreiber der Titan erklärte am Donnerstagabend, keiner der fünf Menschen an Bord habe überlebt. Die US-Küstenwache berichtete von dem Fund von Trümmerteilen auf dem Grund des Ozeans in etwa 4 Kilometer Tiefe. Arthur Leubel aus Straubing war im Jahr 2021 an Bord des jetzt verunglückten Tauchboots. Er hatte seine Unterwasserreise gemeinsam mit dem französischen Forscher und Titanic-Experten Paul-Henri Nargillet und OceanGate-Chef Stockton Rush unternommen. Beide waren an Bord des implodierten U-Boots. Ich muss ehrlich sagen, ich war gestern dann richtig fertig. Ich habe Tränen in den Augen gehabt. Es war jetzt Gewissheit, wobei die letzten Tage hatte ich sowieso keine Hoffnung mehr, dass die das überleben. Es hat sich viel gelöst, viel Angestautes ist runtergekommen. Ich war aber richtig nervlich, kaputt und bin da gesessen, habe geweint wie ein kleiner Junge eine Zeit lang. Auch bei seiner Fahrt mit dem Mini-U-Boot habe es Probleme gegeben, berichtet Leubel. Es war der allerletzte Tauchgang in 2021, der möglich war. Der war für 6 Uhr in der Früh angesetzt und auch da hat man schon wieder 4 Stunden Verspätung gehabt, weil die Batterien sich nicht geladen haben. Dann sind wir endlich im U-Boot drin gesessen, wurden zu Wasser lassen und dann tut es einen Riesenschlag und auf der rechten Seite vom U-Boot lösen sich so Stabilisationsrohre. Das muss man sich vorstellen, 2 Meter lange Rohre. Mit einem Durchmesser ein kleines Rohr nochmal drin, nochmal ein kleines Rohr, die nachträglich angebracht worden sind, um das U-Boot oder das Tauchboot im Wasser zu stabilisieren. Und die haben sich gelöst. Schon damals habe es Probleme mit der Elektrik gegeben, sagte Leubel. Angesichts der aktuellen Entwicklungen und der Vorwürfe gegenüber der Firma OceanGate würde er aus heutiger Sicht nicht mehr in ein derartiges Tauchboot steigen. Also von der Sache, was man diese Woche alles erfahren hat, was letztes Jahr los war, haben sie auch Probleme gehabt, technische Probleme im Kompass unter Wasser und so weiter. Von den Problemen, was wir gehabt haben, also das Ganze war nicht ausgereicht, ist meine Meinung. Es hätte eigentlich gar nicht so starten dürfen von dem Punkt heute, was man alles weiß.